Wenn ihr meiner Reihenfolge gefolgt seid, ist das hier die letzte Mission, bevor wir uns der Hauptkampagne widmen. In der letzten Maya-Mission müssen wir zwei Siedlungen der Römer und Wikinger zerstören. Dies ist meiner Einschätzung nach die schwerste Mission der drei Völkerkampagnen und ich selbst habe sie vorher nur einmal unter normalen Umständen gewonnen. Daher habe ich auch in dieser Aufnahme einige Fehler gemacht, also nicht wundern, wenn das, was ich sage, sich nicht mit dem deckt, was ihr seht. Die Strategie, die ich beschreibe, ist eine völlig andere als die, die ich in der Aufnahme angewandt habe. Die Siedlung der Römer findet ihr südöstlich von eurer eigenen. Die Wikinger haben sich im Osten niedergelassen. Im Südwesten findet ihr außerdem eine heilige Stätte, zu dieser sage ich gleich mehr. Die Karte enthält eine lange Gebirgskette. Leider enthält der Teil des Gebirges, der für uns zugänglich ist, ausschließlich Kohle. Im Zentrum der Karte gibt es einen kleinen See, in dessen Umgebung ihr Eisen, Stein und Gold finden könnt. Leider öffnet sich dieser Abschnitt des Gebirges gefährlich nah an der römischen Grenze. Nachdem wir drei zusätzliche Planierer und fünf zusätzliche Bauarbeiter erstellt haben, investieren wir die übrigen Schaufeln in Pioniere und schicken diese zusammen mit fünf mit Steinen beladenen Dieben und zwei Geologen los, um die heilige Stätte zu erobern. Sobald die Stätte erobert ist, wandelt ihr zwei Pioniere, die Diebe und die Geologen in Siedler um und macht aus ihnen fünf Träger und je zwei Planierer und Bauarbeiter. Diese können dann wichtige Vorarbeit am Steinkopf leisten, während die Pioniere die Goldbarren in der Nähe erobern. Dadurch spart ihr später Zeit, weil die Laufwege zum Steinkopf recht lang sind und das Spiel das nicht gerade effizient handhabt. Während wir unsere Siedlung aufbauen, expandieren wir so weit wie möglich in die Richtung der Städte. Außerdem greifen wir die Römer an. Betretet die Siedlung von Norden über das Gebirge und erobert alle Türme bis auf die beiden großen. Dann sollten die Römer dauerhaft handlungsunfähig sein. Wenn der Steinkopf fertig ist, erhaltet ihr 56 Eisenbarren. Setzt nun alles daran, die heilige Stätte mit eurer Siedlung zu verbinden. Während eure Pioniere daran arbeiten, baut ihr auf eurer Seite der Landbrücke zwei Waffenschmieden, eine Eisenschmelze, eine Goldschmelze, eine Kaserne und zwei Lager für Eisenbarren sowie Waffen und Werkzeuge. Expandiert außerdem bis zur römischen Siedlung und sichert euch die Rohstoffvorkommen am See. Zeit ist der wichtigste Faktor in dieser Mission. Das Skript gibt keine Angriffszeit vor, erfahrungsgemäß müsst ihr nach 45 Minuten mit einem Angriff rechnen. Das exakte Timing und die Stärke der Angriffe ist zufällig, speichert also viel. Reißt außerdem alle Türme, die nicht zu eurer Verteidigungsstellung gehören, ab und sammelt eure Soldaten bei den übrigen Türmen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, solltet ihr euch vor den Angriffen der Wikinger schützen können. Ohne die Römer sollten sie kein großes Problem darstellen. Ihr müsst aber auf eure Türme aufpassen, weil die Wikinger Axtkämpfer einsetzen. Danach ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihr stark genug seid, um den Kampf zu den Wikingern zu tragen. Falls ihr trotzdem Probleme haben solltet, habe ich im Rahmen einiger Experimente mit dem Spiel eine neue Version des Missionsskripts geschrieben. Mit meinem Skript erhaltet ihr mehr Eisen und der Steinkopf erhöht eure Kampfkraft auf das Maximum, solange er steht. Damit ihr den Steinkopf nicht abreißen müsst, findet ihr außerdem einen zusätzlichen Goldbarren in der Nähe der Städte. Aber hier ging ich noch von einer Strategie aus, die den Römer nicht so früh aus dem Spiel nimmt und daher statt einer Nahrungsproduktion eine große Mana-Produktion voraussetzt.